zentraler Raum für die Ausstellung von Rinke im Hinblick auf sein heutiges Schaffen und nicht auf die kunstgeschichtliche Figur Klaus Rinke, dessen Positionen von etwa Ende der 60er Jahre bis Ende der 70er Jahre in Deutschland durch ganz andere Typen der Arbeit repräsentiert wurde. Damals hat er, wie die Mehrzahl der intelligenten Zeitgenossen, sich überlegt, in welchem Verhältnis, man nennt das Ikonographie, Icon ist das Bild, Graphen heißt Schreiben, also die Bildschriften, das heißt das Verhältnis von Gedachten zu Dargestellten, aussehen soll. Die Ikonographie zeigt zum Beispiel die Geburt Jesus, kennen Sie alle als das bekannteste ikonografische Motiv überhaupt. Das basiert auf einer biblischen Erzählung und wird dann bildlich veranschaulicht. Man hat immer gesagt, für diejenigen, die selber nicht lesen können, das war ja ganz normal, im Mittelalter konnte kaum jemand auch aus theologischen Gründen selber die Bibel lesen, er war immer vermittelt auf die Zuarbeit von anderen, von Priestern, von Lehrern, soweit er überhaupt den Genuss einer Schulbildung erfahren konnte. Universitäten fingen gerade erst an zu arbeiten, bedeuteten aber etwas ganz anderes als heute. Es war also notwendig, die grundlegende Erzählung der kulturellen Einheit Europas, es gibt nur drei Quellen für die kulturelle Identität Europas, das ist die Abwehr der Türkengefahr seit 1452, ja, und da befinden wir uns gleich hier im richtigen Raum, dann die Notwendigkeit, die Einheit der Christenheit zu betonen, die dadurch gefährdet war, dass 1054 das Schisma zwischen der orthodoxen Ostkirche und der Westkirche, zwischen Konstantinopel und Rom als den beiden Glaubenszentren, das gesamte Gefüge der Einheit der Christenheit als der europäischen Gestalt in Frage gestellt haben. Also Abwehr gegen die Türken, das ging bis 1683 vor Wien, dann Gefährdung der Einheit Europas durch die Spaltung der Kirchen in dogmatischen Osten und Westen und dann als dritte fundamentale Bestimmung Europas die Entdeckung der Kontinente. Es gab damals nur eine Vorstellung von drei Kontinenten, Europa, Asien, Afrika, das war's. Europa ist ja gar kein Kontinent, aber es wurde so gezählt. Europa, Asien, Afrika. Jetzt kam Amerika hinzu, seit 1490er Jahre. Man hat plötzlich gesehen, Europa ist eine geografische Einheit, in der die Vielzahl von Nationes, das hieß aber nichts anderes, also nicht Nation im heutigen Sinne, das hieß nichts anderes als Landsmannschaften. Die Leute aus dem Kraichgau, die Leute aus der Donaumündung und so fort, also Landsmannschaften tätig waren. Und die wurden auf der Einheit dieses geografischen Raumes gesehen, als dort Siedelnde. Und die stellten dann untereinander einen Austausch im Hinblick auf das vom Klima erzeugte Programm der Bestellung der Natur, also Viehzucht, Landwirtschaft etc. Also die klimatischen Voraussetzungen Europa, die sich deutlich von Afrika unterschieden oder von Asien, fernen Wüsten, unterschieden, die stellten die Klammer für die Einheit Europas dar. Nun, einen dieser Klammern, eben 1453, das heißt der Eroberung des 1054 selbstständig gewordenen dogmatischen Ostens, die Eroberung von Konstantinopel, des Rests von Konstantinopel durch die Türken da, denn Rinke orientiert sich mit seinen Arbeiten auf die Hagia Sophia, heißt nichts anderes, ist griechisch und heißt also nichts anderes als Heilig Geist, Heilig Geist Spital, Heilig Geist Kirchen, Heilig Geist Universitäten etc. Oder jetzt, das ist eben der berühmte Übergang, die Kunstkirche. Das heißt eine Einheit von den drei Grundkräften, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das heißt also von einem, dem anderen und ihrer Relation, das ist ihre Einigkeit. Sie, ich und unsere Beziehung, wir sind eine Trinität. Ja? Alles, was es auf der Welt gibt, ist nur dadurch bestimmt, dass es in Beziehung zu anderem steht. Das nennt man Relation auf Lateinisch. Deswegen sagt Einstein, alles ist relativ, nämlich alles steht nur in Beziehung zu anderem, hat eine Relation zu anderem. Der Heilige Geist ist nur ein Ausdruck von christlich-theologischer Formulierung dieser Einheit
der Gegebenheiten und ihrer Beziehung auf anderes mit der Beziehung als Trinität. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist die Vermittlung zwischen Vater und Sohn. Also die Vorgabe, die hier erörtert wird von ihm, ist, wie konnten Künstler seit ungefähr 1806, als Hegel den Begriff Kunstreligion gestiftet hatte, wie konnten da plötzlich an die Stelle von Vater, Sohn, Heiliger Geist, Trinität, die von Künstlerwerk und Öffentlichkeit, das heißt die Vermittlung über das, was wir Öffentlichkeit nennen, gesetzt werden. Seither wird für die Europäer mehr und mehr die wissenschaftliche oder künstlerische Produktion im Hinblick auf einen bestimmten Zweck, also die Werke, die sie erstellen, die Kenntnisse, die produzieren, die Technologien, die sie herstellen und ihren Gebrauchszusammenhang, also das, was das Publikum als Stiftung der Relation zwischen dem Denken, dem Arbeiten an dem Werk und der Nutzung darstellen. Die Rezipienten, die Nutzer, sind die Garanten der Verbindung zwischen Künstler und Werk, zwischen Denker und Gedachtem oder zwischen Wissenschaft und ihrer Äußerung in der Form des Vorschlags, eine bestimmte Technologie oder Verfahrensweise zu entwickeln. Rinke kommt also auf die Idee, wie viele Künstler, sein Konzept des Werkschaffens, das er bis Ende der 70er Jahre erstanden hatte oder erobert hatte oder zu vermitteln versuchte, mit langer dazwischen geschalteter Pause der Unbestimmtheit, sozusagen nicht zu wissen, was passiert jetzt. Sie wissen, was passiert ist. Die Kunst wurde vom Markt erobert und seither gibt es keine Kunst mehr, denn es gibt nur noch einen Kunstmarkt. Und der ist genauso gestaltet wie alle anderen Märkte, ob das Pumpen sind oder Ackerböden oder Brote. Der Markt ist das Bestimmende. Es gibt keinen Unterschied zwischen Kunst und Nichtkunst, weil der Markt das Vermittelnde, also die Relation ist, also die Trinität entwickelt. Kapital, ja, der Kapitalbesitzer und das, was daraus hervorgeht, die Relation, sind Sie ja, als Konsumenten. Die Konsumenten sind dann also die Vermittler zwischen Kapital und seiner schöpferischen Kraft im Herstellen von Welt. Jetzt seit 1806 überlegte mit Hegel, ob es für die moderne Welt, die nicht mehr so verbindlich, weder östlich noch also dogmatisch noch westlich, liberal, in Maßen christlich denkt, eine neue Position gibt. Diese neue Position heißt eben Kunstreligion. Das heißt, an die Stelle der Stiftung von Vater-Sohn-Relation als Trinität steht Künstler, Werk und das Publikum, die Rezeption als Relation, also als Heiliger Geist. Das heißt, Sie hier als Publikum sind der typische Heilige Geist der Kunstgeschichte, soweit es um Kunst geht und nicht um Marktgeschehen. Das ist da der Konsument. Aber hier sind Sie ja nicht Konsumenten, denn Sie fressen das ja nicht auf und können es auch nicht verschachern oder verschieben. Es hängt an der Wand und ist Ihnen entzogen. Also ist die Frage, wie muss man sich als Künstler positionieren, wenn man diese Relation an die Stelle der allerhöchsten Relativität stellen will, Wissenschaft und Werk, Vermittlung durch Technologie, Gebrauch oder eben Künstler und Werk, Vermittlung durch das interessierte Publikum, durch die Öffentlichkeit, wenn man das auf die Rangigkeit der alten theologischen Ebene von christlicher, orthodoxer oder christlich-westlich-liberaler theologischer Grundausrüstung heben will. Das heißt, wenn künstlerische Arbeit den Rang einer wirklichen Weltenschöpfung, wie man das dem christlichen Gott zuschrieb, einnehmen will. Also wenn Künstler behaupten, wir sind schöpferisch. Der Vorgang ist relativ harmlos in der Entwicklungsgeschichte entstanden. Wir haben die Welt, griechisch heißt das die Physis, das, was materiell in der Welt gegeben ist. Und dann haben wir noch unsere Gedankenproduktion, das ist die zweite Ebene. Das eine heißt res extensa, das ist die gegebene materielle Welt. Und das andere ist res cognitans. Durch Descartes, den Gründervater der modernen Wissenschaftstheorie, wird das in der Zeit der ersten drei Jahre des Dreißigjährigen Kriegs, also 1622, 25er Jahre, 18 beginnt das, 1618 beginnt der Krieg, dauert bis 48, wird hier in Münster und Osnabrück als Friede für die Neuordnung Europas gestiftet. Das heißt, seither
gibt es in der Welt nur ein entscheidendes Relationsverhältnis zwischen die Beziehung zwischen der materiell-physisch gegebenen Welt und unseren Gedanken. Die Physis heißt eben das materiell Gegebene, das, was gedanklich dazukommt, heißt dann auf Griechisch Meta, das darüber hinausgehende, also Metaphysik. Mit anderen Worten, seither ist das Verhältnis von künstlerisch-wissenschaftlicher Arbeit an der Welt zur Welt selbst ein metaphysisches, weil wir als Europäer mit der christlichen Theologie als Voraussetzung, die dann in die Philosophie überführt wird, wie bei Hegel gezeigt, eben aus dem Gehirn leben und nicht mehr aus der Natürlichkeit unserer Existenz. Europa wird vom Gehirn geleitet. 99% unserer Alltagsaktivitäten sind reine gedankliche Leistungen und nichts rein physisches. Denn Licht als Begriff oder Gleichheit als Begriff oder Einkaufen als Begriff oder was immer, ist ja etwas, was Sie als gedankliche Operation völlig selbstverständlich übertragen auf die materiell-physische Welt. Sie steigen ins Auto, Sie gehen in den Laden, kaufen etc. Aber der entscheidende Impuls kommt davon aus, dass Sie gedanklich produzieren, auf welcher Ebene von Gedanken, Gefühl und Geistlichkeit, wir nennen ja diese Dreiheit immer so, ja, das, was ich denken kann, das, was meine Gefühlswelt ausmacht und was meine Spiritualität, meine Geistigkeit ausmacht. Also Gefühl, Geist und Gedanke, das ist die Trinität, die übliche Trinität. Beginnt schon relativ früh, ist also schon eine Auswirkung der Differenzierung des zentralen Nervensystems in Stammhirn, Zwischenhirn, Großhirn. Das Entscheidende ist natürlich die Großhirnrinnenaktivität. Da werden die Gedanken produziert. Da wird das, was Ihr Weltverhältnis darstellt, gebildet. Sie sehen ja nicht mit den Augen, Ihr Gehirn sieht. Das Auge ist nur ein Vermittlungsmedium. Sie hören nicht mit den Ohren, Sie hören mit dem Gehirn. Alles, was Ihnen von der Welt zukommt, ist ausschließlich als Gedankentätigkeit möglich. Das Gehirn sieht, das Gehirn hört, das Gehirn fühlt und nicht Ihre Brustwarzen oder Handberührung oder was immer. Also war jetzt die Frage, wie bestimmt unsere gedankliche Produktion, also auch die der wissenschaftlichen Künstler, die materielle Welt? Antwort ganz einfach, das macht jedes Baby, durch Verdinglichung. Das Kind ergreift mit der Hand einen Klumpen Lehm und drückt die Hände zusammen. Dann legt es die Klumpen wieder hin und dann sieht es im Lehm den Abdruck der Finger. Es hat also die Bewegung des Pressens oder des Ergreifens der Welt in einen Begriff umgewandelt, nämlich die Beschreibung dessen, was da rausgekommen ist. Ein Klumpen Lehm, gestaltet durch den Griff der Hand. Damit lernen die Kleinstkinder schon von vornherein, auf welche Weise ihr Weltverhältnis bestimmt wird, nämlich durch Ergreifen mit der Hand, damit das Gehirn begreifen kann. Wenn man das richtig trainiert hat, kann man auch dem Gehirn abverlangen, einen bestimmten Impuls selber zu setzen. Hand greife dahin und mache das. Es geht also von der Hand ins Hirn, vom Hirn in die Hand. Das sind durch Training, durch Üben, 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 entwickelte Wechselverhältnisse zwischen unseren Weltorganen. Die Hand, die Haut sind die beiden entscheidenden Weltorgane, die dem Hirn die größte Form der Aneignung ermöglichen. Natürlich von den inneren Vorgängen, Arbeit ihrer Leber, ihrer Niere, des Blutkreislaufs etc., abgesehen, aber davon wissen Sie ja nicht. Das Gehirn weiß nichts von der Arbeit des Körpers selbst, weiß nicht, was die Leber gerade tut, was die Nieren tut, was das endokrinale System tut etc. Also sagt jetzt ab 1806 zur Entwicklungsbegriffs Kunstreligion, nicht mehr Offenbarungsreligion nach christlicher, muslimischer, jüdischer Tradition wie immer, Kunstreligion. Auf welche Weise kann der Künstler, Wissenschaftler als Gedankenarbeiter Metaphysik betreiben, das heißt, das Gedankliche auf das Materiell-Physische wirken zu lassen? Und da wissen Sie, dass das für die Künstler grundlegend ist. Zum Beispiel hier unser Freund Rinke, der sagt, es beginnt alles mit Krickelkrackel. Das machen Sie beim Telefon. Sie telefonieren und instinktiv malen Sie mit der Hand so ein paar Krickelkrackel auf den Zettel, der gerade vor Ihnen liegt. Und dann schauen Sie auf den Zettel, nachdem das Telefon zu Ende ist, und sind ganz überrascht, dass da irgendwas zu sehen ist. Das sieht ja aus wie ein Pferdkopf oder was habe ich denn da gedacht. Das sieht ja aus wie eine nackte Frau oder was auch immer. Das ist nun spezifisch auf die Situation hin interpretierbar. Krickelkackel, also eine informelle, unbestimmte Art von Tätigkeit, die nachträglich der Hand, die nachträglich vom Gehirn interpretiert wird, beziehungsweise bestimmbar gemacht wird.
Dann ist dann natürlich klar, wenn ich mich nicht nur von der Hand lenken lasse, also das Gehirn Vorlagen durch das welteigenes Organ Hand oder Haut bekommt, Druckverhältnis, Temperatur oder was immer es wahrnehmen kann, sondern umgekehrt sagt, ich sage Hand, mache dies und das, zeichne jetzt ein Pferd, dann wird sich die Frage nach dem Verhältnis der Physik zur Metaphysik, wer ist das? Ach so, der Chef selber, Herr Smerling darf klingeln. Gut. Aha, gut. Ausgerechnet Klaus Rinke. Aber fällt mir ein, dass ich meins auch nicht ausgestellt habe. So. Also, Einstellungen, Flugmodus. Das ist alles gedankliche Arbeit. Es sieht so aus, als ob das Entscheidende das hier wäre, aber das ist ausschließlich die Konsequenz von metaphysischem Agieren, nämlich von Arbeit des Gehirns. Nun, wenn man jetzt also sagt, die Produktion der Menschen selber, zum Beispiel Götter machen, Feuerbach in der Zeit der Hegelschülerei sagt, das Entscheidende an Religion ist die Art und Weise, wie die Menschen sich ihre Götter selber machen. Und die Frage ist dann, wie kann das, was die Menschen selber machen, von ihnen selbst als eine übergeordnete Autorität anerkannt werden, die sich nicht mehr dem Willen der Macher beugt. Heute weiß das jedes Kind. Das Internet oder die Kommunikation auf elektronischer Ebene haben Menschen gemacht. Trotzdem ist das Gesamte als ein Netzwerk der Vermittlung von niemandem mehr kontrollierbar, außer durch brachiale Gewalt der politischen Korrektheit, wie es heute passiert, und Zensur. Also, Menschen zeugen die Götter selbst. Das ist kein Einwand dagegen, dass das, was wir selber machen, das sein kann, woran wir glauben. Denn Glauben wird durch Zweifel und Wahrheit wird durch Kritik bestimmt. Das heißt, wer nicht zweifelt, kann nicht glauben. Also ist der Zweifel an dem, was wir selber als Menschheit treiben, die Grundlage für unser Glaubenssystem. Es ist kein Einwand zu sagen, ja, die Apostel oder welche immer da rumlaufenden Leute im Zusammenhang mit der ganz üblichen Rechtspraxis der Römer, Leute zu kreuzigen, die zum Tode verurteilt werden, irgendetwas berichten über Auferstehung eines Menschen, weil das Grab leer war. Da gibt es heute verschiedene Theorien, wie das ganz normal wissenschaftlich begründet werden kann, was da geschehen ist. Das braucht man aber gar nicht. Denn die Basis des Glaubens ist ja eh der Zweifel. Und wer das nicht bezweifelt, was da berichtet wird, kann überhaupt nicht glauben. So wie Wissenschaft nur dadurch betreibbar ist, dass alles, was als Wahrheit behauptet wird, kritisiert werden muss. Denn wir leben alle unter der Bedingung der Erfahrung, dass wir täuschbar sind. Wir sind optisch täuschbar, das hat nun jedes Kind schon mal gesehen. Weil wir aber optisch täuschbar sind, kann unser Gehirn diese ungeheure Plastizität, also Anpassungsleistung, erbringen. Wir haben unsere Fähigkeit gehirnlicher Operationen dadurch gewonnen, dass wir eben keine fixierte Wahrheit zustande bringen können, die nicht aus der Kritik des Wahrheitsanspruchs entsteht. Was ich sehe, unter Bedingung der optischen Täuschbarkeit, kann ja nur etwas bedeuten, wenn ich das, was ich sehe, als etwas kritisiere, das heißt Kritik übe. Und die Kritik ist die Basis aller Wissenschaft, denn ich kann nur anerkennen, was ich da sehe, als etwas für mich Verbindliches, indem ich es radikal kritisiere. Und wenn ich es nicht kritisiere, ist es ja bloß ein dogmatischer Bluff oder Indoktrination. Also sind Zweifel und Kritik die obersten Autoritäten für das Schaffen von Menschen und im Wesentlichen für das Basteln und Bauen von Göttern, für das Schaffen von Göttern, Schaffen von Wahrheit, Schaffen von höchster Autorität, Schaffen von grundgesetzlicher, wie heute bei uns. Ja, das ist ja wie die Bibel. Früher ist heute das Grundgesetz die entscheidende Einheit, in der wir unser Weltverhältnis regulieren. Wenn Sie sich das vorstellen, von bildenden Künstlern oder Wissenschaftlern vorgenommen, also wir entwickeln ein System der absoluten Verbindlichkeit durch Zweifel und Kritik, wenn wir doch etwas Konkretes machen, wollen wir es doch als etwas machen, was da ist. Aber wie können wir es machen, was da ist, indem wir es sofort wieder kritisch zweifelnd aufheben? Genau das ist die Position der Künstler ab ungefähr 55, als nämlich Duchamp anfängt, auf dieser Basis die Künstler mit einer berühmten Rede von 57 in Philadelphia gehalten, zu orientieren. An diese Position erinnert ganz wesentlich Rinkes Arbeit hier. Wenn Sie sich mal ganz konkret auf etwas erinnern wollen, wer kann das? Wer kann das große Glas imaginieren? Wer weiß, was das große Glas von Duchamp ist? Ja? Gut.
Wenn Sie hier solche Formen sehen, dann haben Sie direkte Beziehung auf das große Glas von Duchamp. Nicht, weil Rinke das Duchamp'sche Glas gesehen und umgesetzt hätte, sondern weil aus der Logik der Operation des künstlerischen Arbeitens sich, wenn es richtig gemacht wird, bei allen das Gleiche ergibt. Dann kommt Rinke zu denselben Resultaten wie Duchamp. Was Sie hier sehen, abgesehen davon, wie es jetzt gewidmet, das kommen wir noch gleich, ist der Beweis der Richtigkeit, der selbstkritischen Hinterfragung, der selbstkritischen Bezweiflung des eigenen künstlerischen Vermögens, sodass am Ende etwas rauskommt, was in sich gleichzeitig den Zweifel und die Kritik demonstriert, die aber als diese Form überlebt. Dann kommen alle zum gleichen Resultat. Duchamp ist der Mann, der das für die Moderne vorgegeben hat. Hier sehen Sie eine wirklich fantastisch praktikable Orientierung auf dieses Grundschema. Wenn aber alle Künstler, wenn sie richtig denken, zum selben Resultat kommen, wo ist dann die künstlerische Individualität? Ja, wenn das genauso gut ist wie Duchamp und Duchamp genauso gut wie das und hunderte andere, wo ist dann die Individualität, die künstlerische Individualität? Das ist eben der entscheidende Punkt. Was leistet dann eigentlich ein Individuum nach christlicher Auffassung unmittelbar zur höchsten Autorität, zu Gott, aus der Autorität zum Gerecht, zum Gesetz etc.? Jeder Bürger ist fähig, die höchsten Autoritäten im Gericht anzurufen, ist erlaubt, das zu tun. Wo ist dann die Individualität? Die Individualität besteht dann darin, dass ein Künstler in der Lage ist, die Gesamtheit der Vorstellungen, die durch Evidenzkritik wissenschaftlich und durch Glaubenszweifel entstehen, zu repräsentieren. Das heißt, die Individualität des Künstlers entsteht aus der umfassenden Fähigkeit, alles das selber im Werk zu repräsentieren, was es überhaupt als verbindliche Grundlage für Arbeiten gibt. Und da kann man sagen, wenn man so etwas sieht hier von Rinke, diesem Zyklus, das scheint in der Tat solche Grundformen zu repräsentieren, und zwar jetzt nicht nur als, Sie kennen das als aus den Formgeschichten, Trompete, Palmette, also Stiel und dann aufblättern, ja, wie die ägyptischen Kapitelle aussehen. Können Sie sich erinnern? Ja, sonst müssen Sie sagen, ich muss Ihnen das alles erklären, aber das dauert dann zu lange. Also Grundformen, die aber etwa in der ägyptischen Architektur als Kapitel einer Säule zwar derselben Grundform erscheinen, aber in anderen Vorgaben im Kontext der damit verbundenen gesellschaftlichen oder religiösen oder politischen Auffassung. Was Sie hier sehen, ist eine Versammlung der von Rinke beherrschbaren Grundformen metaphysischen Denkens, das heißt des wissenschaftlichen und künstlerischen metaphysischen Zugreifens auf Material, das ist hier das Material, aus dem die Bilder bestehen, und zwar so, dass man einen Kanon dieser verlässlichen, von Menschen natürlich selber geschaffen, aber gerade darin durch Erkenntnis entdeckten oder freigelegten Grundformen entwickeln. Die können nun allerdings an die Stelle des Gottesbegriffs in der Offenbarungsreligion treten, denn sie sind ja genauso wahr wie ein von Menschen geschaffenes Gottesbild. Wie gesagt, dass Menschen die Götter selber schaffen, ist kein Anwand dagegen, dass man diesen Göttern gegenüber als höchsten Instanzen seine kultischen Dienst, Liturgien, Rituale widmet und sich ihnen entsprechend annähern. So haben wir heute Rituale gegen das von Menschen 1948 im Bonner Naturkundemuseum geschaffene Grundgesetz. Obwohl das wir Leute kennen, die das geschrieben haben, ist es heute mit riesigen Liturgien, Ritualen versehen, Karlsruhe als Verfassungsgericht verbunden, und es durchläuft diesen Prozess, und jeder, der mit den Entscheidungen der Gerichte nicht einverstanden sein kann und das oberste Gericht anruft, anerkennt ja die absolute Autorität des Grundgesetzes, obwohl jeder Text des Grundgesetzes von Menschen geschrieben wurde. Wir wissen, wer es war, wer was geschrieben hat, wir kennen es doch. Wieso ist es denn jetzt die höchste Autorität? Das ist genau das Gleiche wie in der Offenbarungsreligion, ob sie nun jüdisch, islamisch, buddhistisch oder wie immer aussieht, wobei der Buddhismus einen Vorteil hat, nämlich zu sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter, es ist nicht nur der selbstgeschaffene Gott, soll das Selbstgeschaffene überwinden, sogar dieser Sehnsucht nach dem Absoluten in der Orientierung auf das Nichts. Die höchste Autorität ist dann die Lehre oder das Nichts. Also Meditationszweck heißt, sich zu befreien, von allen Vorstellungen einer höchsten Autorität noch zu begegnen. Sei es Gott, sei es Gesetz, sei es Grundgesetz, sei es wissenschaftliche Wahrheit oder wie auch immer.
Nun lehnt sich ja Rinke mit diesen jetzt in den letzten 12, 15 Jahren entstandenen Bildern, zum Teil auch sind die hier in der Ausstellung gezeichneten Werke aus 2017 und 2018, an einen kulturgeschichtlich, religionsgeschichtlich, wissenschaftsgeschichtlich wichtigen Ereignisaspekt an, nämlich die, wir sagen, Stiftung der Einheit Europas durch die gemeinsame Abwehr der Türkengefahr. Türkengefahr heißt, das Zentralbauwerk der Christenheit, das 535 von Justinian dem Großen geschaffen wurde in Konstantinopel, wird 1453, also 800 Jahre später, von Moslems, 900 Jahre später von Moslems erobert und wird als Hagia Sophia, das heißt die Kirche der Trinität, der Heiligen Weisheit, die Weisheit ist ja die Einheit, ist ja die Trinität, das ist ja die Weisheit, Heiliger Geist, ist die Vermittlung für den Vater und Sohn, Gott, Vater und Sohn, das wird erobert und in eine Moschee umgewidmet. Dieser Konflikt war, wie Sie alle wissen, Kulturkämpfe gibt es ja dauernd, Zankapfel zwischen christlichen und muslimischen Bevölkerungen in der Türkei, in Syrien etc. Heute gibt es ja kaum noch Christen. Die absolute Naivität der Westeuropäer hat dazu geführt, dass innerhalb von 40 Jahren das urchristliche Land des Ostens völlig entchristianisiert worden ist. Man weiß heute ganz genau, das können Sie in der FAZ nachlesen, auf welche Weise man seit 1964 zum Beispiel alle christlichen Bürgermeister, alle Gemeindevorstellungen in den syrischen, libanesischen und sonstigen Gemeinden ausgeschaltet hat, um den Sieg des Islam voranzutreiben. Diese Kulturkampfgeschichte, vornehmlich Christen und Moslems, die darauf beruht, dass die Moslems behaupten können, sie hätten entsprechend der Logik der christlichen Theologie und der jüdisch-christlichen Herstellung dieses Gottesbegriffs die Priorität. Warum? Weil Mohammed so intelligent gewesen ist wie kein anderer Religionsstifter der Weltgeschichte. Mohammed hat sich gesagt, die christlich-jüdische Tradition oder jüdisch-christliche Tradition, obwohl das jetzt uns bekannte Judentum jünger ist als das Christentum, das müssen Sie sich immer wieder sagen. Das ist ein bisschen verwirrend für Leute, die sagen, Altes Testament, also Tora, das ist doch jüdisch. Na klar, aber das Judentum, das wir heute kennen, ist nicht mehr das hohe priesterliche Judentum und ist erst nach der Theologie der Christen im 4. Jahrhundert überhaupt weltgeschichtlich in Erscheinung getreten. Die christlich-jüdische Tradition basiert darauf, dass Vater Abraham, kennen Sie alle, Opfer seines Sohnes Isaak, Eingreifen Gottes, nimm ein Lamm und nicht mehr Menschenopfer, also kulturgeschichtlich einen wichtigen Schritt voranging, statt Menschenopfer zur Beglaubigung der Autorität Gottes jetzt nur noch ein symbolisches Tieropfer zu nehmen und schließlich das Tieropfer auch noch auszugeben, die Christen opfern ja auch keine Tiere mehr, sondern das auf der rein symbolischen Ebene mit der Oblate zu machen, dies ist mein Leib, nehmt hin und esset. Ja, das ist genau das, was Sie jeden Tag zu Ihrem Wurststück oder Salatschüsselchen sagen. Werde mein Leib, wenn Sie das nicht sagen, verhungern Sie, und wenn Sie es nicht sagen, mein Wasser, werde mein Blut, dann verdursten Sie eben. Das sind alles gar keine Hokuspokus-Vorstellungen, das ist alles ganz normales, alltägliches Wissen, alltägliche Metaphysik, alltägliche gedankliche Arbeit an der Aneignung der Welt, der physikalisch gegebenen Welt. Nun kennen Sie Geschichte, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Und Mohammed kommt auf die Idee zu sagen, Moment mal, ist ja auffällig, dass in der jüdisch-christlichen Tradition die ganze Heilsgeschichte mit dauernden kriminellen Akten verbunden wird. Was ist denn der Urgrund des kriminellen Akts, der die Gottesvorstellungen der Juden und Christen begründet? Esau kennen Sie auch noch, Täuschungsmanöver, ja, das ist noch relativ harmlos, dass der Zweitgeborene den Erstgeborenen um sein Erstgeburtsrecht vertäuscht. Also die ganze Geschichte des jüdisch-christlichen Begründungs von Glauben ist eine Geschichte der Kriminalität. Die erste ist die, dass die Frau des Patriarchen Abraham nicht schwanger werden kann, worauf sie ihre Leibmagd, ihrem Mann Abraham zur Verfügung stellt und sagt, zeuge mit ihr ein Kind. Dieses Kind hieß Ismael, also der stammesrechtlich absolute, höchstrangige Nachkomme
Der Erstgeborene ist nicht von der Sarah, der Frau Abrahams, sondern von einer arabischen stämmigen Magd geboren worden. Der Sohn Ismael ist plötzlich im Bewusstsein der wirklichen Frau von Abraham, Sarah, von der Art der Dominanz, dass sich klar macht, der wird jetzt die Nachfolge antreten, dass sie auf wunderbare Weise ihrerseits noch schwanger werden kann und dann erst den Isaak gebiert. Isaak ist also der unrechtmäßige, durch ein kriminelles Erbe entwickelte Vater, Stammesvater unserer Religionsgeschichte. Abraham begeht ein kriminelles Verbrechen der schwersten Ordnung, indem er nämlich auf Betreiben seiner Frau Sarah, die ihre eigene Magd mit dem Kind Ismael in die Wüste schickt. Das hieß zum Tode verurteilen. Natürlich gibt man denen einen Sack Ziegenmagen mit Wasser mit, aber das hält höchstens einen Tag und dann verdurstet man. Und der Ismael kommt also in eine Höhle und wird dann nach Art der üblichen Aufzucht von Tieren, die verdursten, durch den Bauern, er steckt ihnen zwei Finger in den Mund und der Saugreflex beginnt eine Umsetzung der eigenen körperlichen Zellaktivitäten in verbrauchbare Flüssigkeiten zu entwickeln und wird dadurch gerettet. Der Religionsstifter des Islam geht also auf die historische Tatsache zurück, dass der Erstgeborene rechtmäßig der Gründervater ist. Und das war Ismael. Also macht er eine Religion, die dadurch entsteht, dass er jetzt den wirklich zu Recht Erstgeborenen in das Recht einsetzt, Gründervater zu sein. Also der erste Nachfolger nach Abraham. Auf Abraham beziehen sich alle. Also ist die Frage in diesem Zusammenhang, was ist die Wurzel des Kulturkampfes zwischen Christen und Moslems? Die Tatsache, dass die Moslems zu Recht behaupten können, wir sind die wahren Erben der abrahamischen Tradition. Während die Christen und Juden durch ein Verbrechen sich an die Rolle, an die Stelle der tatsächlich ausgewiesenen Erstgeburtsrechte gesetzt haben. Also erheben wir den Anspruch, tatsächlich den Nachgeordneten von Zweitgeborenen abgeleiteten Offenbarungswissen zu widersprechen. Das ist der ganze Kulturkampf. Jetzt wird der Kulturkampf so weit getrieben, dass der allerchristlichste Bau, außer den Bauten in Rom, im Vatikan, aber damals gab es die Peterskirche noch gar nicht, sondern nur Vorgängerbauten, dass also die Auseinandersetzung zwischen Rom und dem von Islam eroberten Konstantinopel als dem Vatikan der Ostkirche, der orthodoxen Kirche, in den Konflikt kommen, zu sagen, wir streiten jetzt darüber, wer die rechtmäßige Herrschaft über die Welt antreten kann, soweit es um den Glauben aus Offenbarungswissen der abrahamitischen Tradition gehen kann. Dieser Konflikt drückt sich darin aus, dass der Zentralbau der Christen, die Hagia Sophia, also die Heilig-Geist-Kathedrale, einer der mächtigsten Bauten der Weltgeschichte, von so unglaublichen architektonischen Singularitäten getrieben, von so einmaligen baugeschichtlichen Tatsachen bestimmt, dass es ein Stupor Mundi, also ein Erstaunen der Welt hervorrief, dass so etwas überhaupt in 530er Jahre errichtet werden konnte. Außerdem noch von einem Kaiser, der ein Bandit war, und einer Kaiserin, die die Chefin aller Huren in Konstantinopel gewesen ist. Wie ist denn das möglich? Also, Justinian war ein Bauernlümmel, der ausschließlich aus dem Bauernstand heraus die Kaiserkrone dieses tausendjährigen Oströmischen Reiches erobert hat. Und seine Frau war die Chefin der Hurenhäuser. Eine unglaublich intelligente Person, das kennen wir aber schon aus der Geschichte. Perikles Frau, die das ganze heutige grandiose Zentrum von Athen aufgebaut haben, war ebenfalls eine Hetäre, also eine Hure. Nun ist der Konflikt dadurch verschärft worden, dass die Moslems das Zentralgeschäft, also Heilig-Geist-Kirche, für sich erobern und es eine Moschee umwidmen. Zum Teil aber so intelligent, dass nicht die Grundsubstanz des Baus vernichtet wurde, sondern dass in diesen Bau hineingefügt wurde, Hoheitszeichen, Tondi zum Beispiel, mit arabischen Suren, mit Schriftzeichen aus dem Koran etc., sodass man dann ahnen konnte,
den Triumph der Moslems über die Christen, weil man noch sah, das ist der christliche Bau, aber jetzt sind wir Herren, indem wir das Ganze an der Oberfläche als muslimische Offenbarung etwa durch das Wissen der Suren präsentieren. Dieser Konflikt war so grundlegend, dass er die gesamte türkische Vorherrschaft in der damaligen Zeit, also im Osmanischen Reich, auch dem Konflikt zwischen Türken und Arabern, Türken und Iranern, also Persern, die ja alle eigene Ethnien waren, viel mächtiger als das Turkvolk, das war ja ein hergelaufenes Bauern-, Reiter- und Viehzüchtervolk, bis in die Region der heutigen südwestlichen China-Geografie reichen. Dass dieser Konflikt das Reich zu zerstören drohte. Was machte Atatürk, ein Jungtürke, der selbst noch beteiligt war an der Heilung, also am Zusammenhalten des Osmanischen Reiches, indem er eine ganze Körpergruppe, die Armenier nämlich, in die Wüste schickte und verhungern ließ oder verdursten ließ oder abschlachten ließ. Das war das Bemühen um die Einheit des Osmanischen Reiches. Jetzt auf die Idee kam, so kann es nicht weitergehen. Wir können nicht alle Christen abschlachten, damit die Vorherrschaft des Islam gesichert wird. Das müssen wir anders machen. Und da hat er das intelligenteste kulturpolitische Dekret erlassen, das je in der Weltgeschichte hervorgebracht wurde. Wir waren die Ersten, die es veröffentlicht haben. Am 24. November 1934 erlässt Atatürk ein Dekret, aus dem hervorgeht, dass er von jetzt ab den Kulturkampf zwischen Christen und Moslems für irrelevant erklärt, indem er den Zankapfel, nämlich die Hagia Sophia, weder den Moslems noch den Christen zuschreibt, sondern sagt, das ist ein der Menschheit gewidmetes Museum. Ein Museum ist nicht mehr kulturell, ethnisch, sondern zuerbaut, das ist eine universale Einheit. Das heißt, der westliche Gedanke, dass es eine Institution gibt, die die Gesamtheit aller Ethnien, Sprachen etc. repräsentiert, nämlich die Institution Museum, das ist zu einem Museum gemacht. Am 24. November 1934 wird die Hagia Sophia also zum Museum erklärt und ist nicht mehr muslimische oder christliche Kultstätte. Obwohl das immer noch um den Streit ging, ob man darin geheimerweise oder Ausnahmegenehmigung Kulte vollziehen konnte, sowohl der Christen wie der Moslems. Und es gab jetzt, wie Sie gerade wissen, die letzten 5 Jahre pausenlos Anträge im türkischen Parlament, das wieder zurückzuwandeln in eine Moschee und damit den historischen Prozess erneut scharf zu machen zu einem radikalen Kulturkampf zwischen Christen und Moslems. Das ist die jetzige Situation. Da aber Atatürk selber zur Erzwingung der Einheit des Osmanischen Reiches gegen die separatistischen Armenier vorging, darf er im Westen für politische Korrektheit nicht genannt werden. Die FAZ hat sich die letzten 30 Jahre verweigert, überhaupt die Tatsache mitzuteilen, dass es die Hagia Sophia in dieser Geschichte überhaupt gibt. Die haben sich geweigert und gesagt, nein, Atatürks Dekret wird nicht zur Kenntnis genommen. Also selbst wir da in Karlsruhe mit einem Museumsleiter, der wirklich Weltgeltung hatte, kriegten es nicht fertig, der FAZ oder Süddeutsche Zeitung oder irgendjemand dazu zu bringen, das von uns ausdrücklich auf Deutsch veröffentlichte Dekret überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, geschweige dann zu reproduzieren und zu zeigen, was das für eine grandiose politische Geste gewesen ist. Jetzt kommt ein Künstler wie Rinke und sagt, ich beziehe Stellung zu diesem Grundkonflikt, denn entsprechend der alten Übersetzung der christlichen oder muslimischen oder jüdischen Offenbarungsglauben setzen wir eben die Wissenschaft und die Kunst. Und wir zeigen jetzt, wie das aussehen würde, wenn eben das Museum Hagia Sophia als universale Stiftung tatsächlich der Form nach, der Werke nach, die da entwickelt werden, tatsächlich aus sich heraus einen universalen Anspruch haben kann. Und das kann ja eben nur der sein, der entsteht, wenn die Ikonografie, also das Verhältnis von Meta und Physik, von Gedanken und Material, also von künstlerischen Vorstellungen und dem, was er da realisiert, in völlig neuer Weise bestimmbar wird, ebenso wie das dann Duchamp in die Weltgeschichte 1957 eingeführt hat. Er nimmt also einen Zyklus vor, wie den wir hier sehen. Sie sehen ja die türkischen Umschriften noch jeweils als Titel und behauptet nun, was wiederum natürlich durch Zweifel und Kritik erst gestützt werden muss. Zweifel und Kritik sind nicht der Widerspruch, sondern die Begründung des Anspruchs. Ein Geltungsanspruch kann nur erheben, wer radikalen Zweifel und Kritik zulässt. Alles andere ist Prügelei, Dogmatik, ist Gehirnwäsche etc. Also sehen jetzt, wenn das Internet zensiert wird,
ist das nichts anderes als das, was im Osten und die Chinesen immer vorwerfen. Sie seien dogmatische Prügler der nur einzig zugelassenen Wahrheit. Wir verwandeln uns jetzt so, ich habe das immer behauptet, die Auseinandersetzung zwischen Ost und West, die angeblich 1989 zu Ende gewesen sei, war nicht der Sieg des Westens über den Osten, sondern umgekehrt. Wandel durch Annäherung, die Zauberformel hieß, die Bundesrepublik wird eine DDR und das haben wir heute. Die rechtsstaatliche Ebene, die Öffentlichkeitsebene, was immer Sie wollen, der ganze Westen ist jetzt das geworden, wogegen er bis 1989 angekämpft hat. Im Namen der Demokratie, des Rechtsstaats, des Saalstaats etc. Das ist eine weltgeschichtliche Regel, das passiert immer. Überall in der Weltgeschichte ist das vorgekommen. The rise and fall of the Roman Empire, also der Aufstieg und Fall des römischen Imperiums, des größten menschlich geschaffenen, auf Erden geschaffenen Werkes, das englische Empire, das römische Empire, die beiden größten Formationen. Von den Chinesen sprechen wir gar nicht, weil wir die Kenntnisse dazu noch nicht haben, also jedenfalls nicht geläufig, geht zugrunde, weil diese Art von Dialektik oder Logik der Eroberung greift. Immer wird der Sieger durch die Kultur der Besiegten, der Wesentlichen, darin bestärkt, dass er den Sieg nur genießen kann, wenn er sich dem anpasst, was er gerade erobert und besiegt hat. Ja, und dann ist das Reich zu Ende. Also die Römer kämpfen gegen das blöde Germanenvolk, das mit den nackten Füßen im Sumpf rumband, anstatt sich eine Fußbodenheizung zuzulegen und gegen Nierenkrankheiten sich durch vernünftige Klimatisierung der Räume zu schützen. Was kommt heraus? Die Römer siegen über, ja, was kommt heraus? Die Vietnamesen siegen über den größten Machtblock der Welt, nämlich die Amerikaner 1975, so endet der Vietnamkrieg. Das geht immer in der Weltgeschichte so. Also von Sieg kann nie eine Rede sein und natürlich auch nicht bei den Künstlern und den Wissenschaftlern, wie Sie alle wissen. Die größten Leistungen, etwa in der Entwicklung der Medizin oder der Technologien, werden jeweils durch die nächste Entwicklung selber aufgehoben. Obwohl wir glauben, mit dieser Entwicklung schon am Höhepunkt zu sein, kommt die nächste Entwicklung und dann sieht es so aus, als ob die ganz großen Geister, die bisher die Technik bestimmt hatten, jetzt überhaupt nicht mehr gelten. Das zählt gar nicht mehr. Das zählt nur noch das jeweils aktuell Neue. Aber das aktuell Neue ist tatsächlich nur neu, wenn es keine Bestimmung hat, wenn man nicht weiß, was es ist. Man muss sich darauf einlassen, was es ist. Neu, neu, neu. Und das heißt, man kann es nur zerstören oder leugnen oder aber sagen, wenn etwas neu ist, sodass wir gar nicht wissen, was es ist, denn sonst kann es ja nicht neu sein. Wenn wir schon wissen, was es ist, ist es ja nicht neu. Also lassen wir uns darauf ein, das Neue zu wirken auf das, was wir kennen, nämlich das Alte, die Traditionen, die Herkömmen etc. Und wenn unter dem Blick des Neuen das Alte sich verändert, dann ist es wirklich neu. Das heißt, die Neuigkeit besteht darin, den Blick auf das Alte in neuer Weise zu organisieren oder fruchtbar werden zu lassen. Sie sehen ja, wie ganz normale Gestaltungsprinzipien der sogenannten gegenstandslosen Kunst völlig neu erscheinen, sogar medial, also im Hinblick auf das Verfahren selber, das hergestellt wird, jetzt nicht nur wegen der Monumentalität, die sich ja dem Hagia-Sophia-Raum verdankt, also da muss schon was zu sehen sein, wenn Sie in solche Riesenkathedralräume eindringen wollen, sondern auch im Hinblick auf die völlig neue Anmutung vermeintlich ganz banaler Formationen, also Formungskräften. Sie werden gleich sehen, wie er die entwickelt. Ganz einfach gesagt, zum Beispiel die Beckenstruktur oder die Haarstruktur auf dem Kopf sitzend, wenn Sie das mit Ägypten oder sonst wie vergleichen, die abgenommen werden zum Beispiel und selbst als Formgegebenheiten dargestellt werden. Oder die Kopfformen hier in Duisburg kennen Sie alle, Lehmbruck, der so etwas durchexerziert hat. Vor Lehmbrucks Sicht auf diesen Schädelformen hat es das nicht gegeben. Die hat er seinerseits abgeleitet und der Rinke arbeitet wieder damit. Das werden wir gleich nochmal angucken. Na, wollen Sie scheinen das zu kennen? Aha, Trompetenform, Palmettenform. Das sind die einzelnen Elemente, die man aus der Anatomie ableiten kann. Hier etwa im Hinblick auf die Schädelknochen der Augenpartie, der Stirnpartie. Das können wir gleich an Einzelbildern sehen, wie er das entwickelt. Oder geschnürte Zellen, die durch den Schnür,
Prozess in der Mitte gespalten wird. Aus der einen Zelle entsteht durch Zellteilung 2 und aus der 2 4. Das sieht am Ende aus wie ein Paket mit zwei Schnüren, ja? Einmal horizontal, einmal vertikal herum. Ist aber, diese Grundform ist also nichts anderes als die Grundform der Zellteilung. Das jetzt zusammenzubringen zu einem Eindruck, dass da etwas Bestimmtes gedacht wird und gedacht heißt gestaltet wird, also zur Expression kommt, ausgedrückt werden kann, ob mit Worten oder Gesten oder Bildern, ist egal. Jedenfalls Gedachtes wird vermittelbar, mit Worten, Begriffen, mit Bildern etc. Und da stellt sich dann eben die Frage, was ist die Einheit aller dieser Sprachformen, des Sprachlichen, des Musikalischen, des Gestischen, des Bildenkünstlerischen. Und das ist eben dann, wenn es heißt, wir werden aus dem Gedanken gesteuert, das ist eben die Gestalt des Gedankens. Sie müssen sich mal vorstellen, Sie reden von Gleichheit, Sie reden von Freiheit und Brüderlichkeit. Sie haben alle gelernt, da gibt es eine historische Entwicklung der neuen Ikonografie, nämlich die Allegorie. Freiheit wird dargestellt als eine Dame mit Fackel in der Hand. Jeder weiß sofort, das ist die Gestalt des abstrakten Begriffs Freiheit. Das ist aber grotesk. Allegorien sind nur auf menschliche Personalien ausgerichtete Darstellungen, die bringen ja nicht viel. Da kann ich nur sagen, die denkt jetzt, was immer. Also Allegorien sind primitive Formen der Orientierung auf abstrakte Begriffe. Symbole sind schon eine andere Ebene. Ja? Bei der Allegorie gibt es erst den Begriff, der dann durch menschliche Gestalt ausgedrückt wird. Bei dem, also von etwas Konkretem, Begrifflichen in eine allgemeine Erscheinung. Bei einem Symbol wird etwas vertreten durch eine Form, die sich nicht direkt auf das, was es vertritt, bezieht. Also kann man das sagen, das ist ein Ehering oder was immer, der symbolisiert die Verbindung, weil in der geschlossenen Form der Gedanke der Unaufhebbaren, der Anfang- und Beginnlosigkeit und damit der Endlosigkeit ausgedrückt wird. Aber das müssen Sie schon wissen, sonst können Sie das nicht erfassen. Dann gibt es die Analogie, das heißt, etwas wird wie Goldgrund benutzt, um Anagogein heißt auf Griechisch Anna hinüberführend, um aus der Goldgrundwahrnehmung den Gedanken des Ciel d'Oro, des Paradieses, des goldenen Himmels zu entwickeln. Das nennt man Anagogie. Und natürlich gibt es den wörtlich materiellen Sinn, dass etwas hierin nicht symbolisch gemeint ist, sondern das ist Gold. Und zwar was? 700 so und so viel Gold. Das hat in sich als Gold einen Metallwert, weil es das seltenste Metall im allgemeinen Wertschätzungskontext darstellen. Diese Ebenen werden jetzt durch die bildenden Künstler immer angesprochen. Also in allen gibt es eine symbolische Ebene, eine anagogische Ebene, eine allegorische Ebene und eine wörtlich materielle Ebene. Das ist die Gestalt des Bildes selber als Körper. Aber die Einheit ist immer gefragt, was ist dann die Einheit, metaphysische Einheit, eines Gedankens, eines Begriffs und seines Ausdrucks. Das heißt, welche Gestalt hat wirklich die Freiheit, wenn es nicht allegorisch ist? Wie stellt man Freiheit eigentlich dar, wenn es keine bloße Allegorie ist, also eine Menschengestalt, von der man sagt, die verweist auf Freiheit. Oder symbolisch, man sagt, in der herkömmlichen Gebrauchsanweisung steckt, wie in beiden Ihren Lesungen der Gebrauchsanweisung, steckt ein Verweis auf die eigentliche Funktionslogik, die Sie aber an der Geschichte selbst nicht sehen können, deswegen müssen Sie Gebrauchsanweisung lesen, sonst können Sie das Gerät nicht in Gang setzen. Und anagogisch im Sinne von dem, was ich hier gerade tue, verweise ich etwas ganz anderes, etwa das Paradiesvorstellung oder Gerechtigkeitsvorstellung oder Demokratievorstellung etc. Wenn er also sagt, ich mache das für die höchstrangige Autorität des Ausdrucksvermögens selbst, die Kathedrale ist die höchstrangige, heute würde man sagen, vielleicht die Raketenabschussrampe, Cape Canaveral sind heute die gestalterisch höchstrangigen, spielt aber in der Sache gar keine Rolle, ob Kathedrale oder Cape Canaveral, es ist die Begründung eines Geltungsanspruches, den die Menschen entwickeln, selber Schöpfer zu sein, die dann die Möglichkeit, sagen wir mal, nachfragen oder nahelegen oder eigentlich verlangen, das Denken selbst darzustellen. Das kennen Sie aus der Mathematik. Sie haben eine eigene Sprache, in der Sie das mathematische Denken in Zeichen, Figurationen ausdrücken. Ja, Plus und Minus als die bekanntesten. Dann dividieren, subtrahieren etc. Und dann alle Operationen höheren Ranges. Wie zum Beispiel den Gedanken der Unendlichkeit.
Da waren die Mathematiker die Ersten, nach den Theologen. Die Theologen sind immer die christlichen Theologen des 4. Jahrhunderts, haben alles vorausgedacht. An alles, was man überhaupt heute denken kann, haben die bereits gedacht. Aber die modernen Mathematiker haben gesagt, wir beweisen jetzt, wie richtig die Theologen lagen. Und die modernen Metabolisten, also die Stoffwechselforscher, sagen, wir beweisen, wie grandios das Abendmahl gedacht war, nämlich die Transsubstantiation. Etwas, was wir aufnehmen, wird verwandelt in die Lebensenergie. Genau das ist ja theologisch gemeint. Und so ist das auch im Hinblick auf den höchsten Geltungsanspruch entwickelt worden bei der Mathematik. Begriff der Unendlichkeit. Ja, also ewig geht sofort. Das ist aber unsinnig, denn wenn etwas nur ewig sofort geht, habe ich ja nichts davon. Was weiß ich denn dann, wenn ich sage, es geht ewig sofort? Ich sehe ja nichts Bestimmtes. Nur wenn die Endlichkeit gut wird, das heißt, wenn ich sie als Endlichkeit dargestellt finde, dann ist sie eine Endlichkeit, eine Unendlichkeit. Wenn ich die Unendlichkeit endlich dargestellt fühle, dann ist es eine mir zugängliche Unendlichkeit. Aber die Unendlichkeit, die in der Unbestimmtheit des Begriffs läuft, ist gar nichts für mich. Das ist eben nichts. Wenn ich aber die Unendlichkeit darstellen will, im Endlichen, dann brauche ich dazu eine Operation. Die Mathematiker haben das mit Leibniz mit der Infinitesimalrechnung gemacht. Normalerweise ist die Basis der Berechnung von Flächen das Quadrat, das Dreieck, ja, kennen Sie, ja, die alten Grundsätze. So, jetzt, dass die Basis der Berechenbarkeit von Flächen ist, aber Flächen rund sind, wie kann dann eine runde Fläche berechnet werden durch die grundlegende Operation am Dreieck? Gedanke, Leibniz, wir machen das Dreieck immer kleiner, 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 bis es praktisch mit Tausenden von kleinsten, nicht mehr sichtbaren Dreiecken sich an die runde Kurvatur des Kreises annähert. Also infinitesimal heißt ja Unendlichkeitsrechnung, also etwas, was in der Unbestimmtheit bestimmt wird, in der Unendlichkeit endlich wird. Und hier sehen Sie genau die Verfahren, die die bildenden Künstler entwickeln. Diese abstrakten Vorstellungen von Heiligkeit, von Großartigkeit, von Göttlichkeit etc. im Endlichen zu repräsentieren. Das ist die Aura eines Raumes. Es wäre eigentlich hier nötig gewesen, das durch das Licht zu unterstützen, hier eine Sakralaura herzustellen. Das wäre natürlich peinlich, das grenzt an Kitsch. Also ein Museum kann das nicht machen. In Amerika müssen Sie zu den Roscoe-Museen, amerikanischen Universitäten in Texas gehen. Da haben Sie inszenierte Räume, die nur übersetzen, was der Roscoe selber, kennen Sie Roscoe? Ja, also, was der selber zu Bilde gebracht hat. Das übersetzt in den Raum, in dem die Relation herstellen, also die eigentlichen Trinitätsträger, nämlich das Publikum selber, garantieren kann, jawohl, das ist die Aura der Heiligmäßigkeit. Wenn ich da hingucke, berührt das das Heilige. Also der Konsument, der Betrachter, der Zuhörer in der Oper, der Leser etc. stiftet die Relation auf das Unendliche, auf das Heilige, auf das Absolute und was auch immer. Denn zu reden, das Absolute kann man nicht sehen, ist ja Unsinn, da habe ich ja nichts davon. Ich muss das ja eben in seiner Unbestimmtheit bestimmt denken. Ich muss die Undenkbarkeit als Undenkbarkeit denken. Spielt im Alltag eine große Rolle. Wenn ich ein Denkmal für Auschwitz herstellen will, dann kann ich nicht sagen, Auschwitz ist eine so unvorstellbar einmalige Tat, dass man annehmen kann, es tritt in der Weltgeschichte nie wieder auf. Es ist völlig unvorstellbar. Diese Tat ist völlig undenkbar. Das ist völlig undarstellbar, entzieht sich völlig unter Vorstellung. Was habe ich denn dann gesagt? Gar nichts. Die Leute, die so reden, wollen Auschwitz gar nicht zur Kenntnis nehmen. Auschwitz kann man nur zur Kenntnis nehmen, wenn man in der Lage ist, die Unvorstellbarkeit als Vorstellung zu repräsentieren. So habe ich ja nichts vorgestellt. Die Undenkbarkeit muss ich an Undenkbarkeit denken. Ich muss den Begriff der Undenkbarkeit repräsentieren. Ich muss die Vorstellung des Unvorstellbaren repräsentieren, sonst habe ich ja keinen Ausdruck gebracht. Genau darum geht es hier. Das sind die Formen, in denen die Annäherung an das gegeben wird durch Ausdrucksgestus, sehen Sie, da ist ja etwas gezeigt, da will ja jemand etwas zeigen oder wird uns ja zugemutet, darauf hinzugucken, was wir weder vorstellen, noch denken, noch, wie kann man sagen, in unserer Selbstwahrnehmung repräsentieren können, es sei denn, wir wären durch meditative Kraft in der Lage, etwa die Funktion unserer Leber, unserer Niere und des Blutkreislaufes tatsächlich zu erkennen und zu beherrschen. Die östlichen Praktiken der Meditation sollen ja gerade dazu führen,
dass ich das, was mich bestimmt in meinem Inneren, was mir bisher nicht zugänglich ist, jetzt erspüren kann, jetzt selber mit meditativen Kräften steuern kann, den Körpertemperatur absenken, Stammhirnfunktion, Blutdruck absenken, Stammhirnfunktion, Zuneigung, Abneigung, Zwischenhirnfunktionen unter Kontrolle zu bringen. Da sehen Sie genau das Gleiche. Wenn jemand meditiert, im Hinblick auf die Formen, das heißt das, was undenkbar, unvorstellbar und undarstellbar ist, aber als Undarstellbares darzustellen, dann hat er etwas als Künstler geleistet und das ist die Grundlage für Kunstmillionen. Das sind alles Darstellungen des Undarstellbaren. Das ist gerade das Sagen des Unsagbaren. Das ist der Gedanke, Formgedanke, Gestaltung des Ungedachten und Undenkbaren als Gedachtes. Das heißt, der Begriff der Undenkbarkeit ist dort vergegenständigt und damit eine Leistung des Gedachten oder Undarstellbarkeit. Sie schwanken dauernd hin und her und sagen, ja, es sind eigentlich aus der Natur abgeleitete Formen, von dem ich benutze ja viele aus dem körperlichen Inneren, aber auch aus dem Äußeren, wie wir sehen werden, etwa so, wie die Ägypter das gemacht haben. Der geht ins Ägyptische Museum, sieht da, auf welche Weise in den Reliefs der ägyptischen Sprachformen sich gestalten, manifestieren, abgeleitet aus ganz banalen, wie der Metabolismus des Abendmahls abgeleitet wird aus dem normalen Stoffwechsel und kann dann zu Meditationen kommen. Wenn Sie hier zum Beispiel so etwas sehen, dann könnten Sie auf die Idee kommen, jawohl, das ist das kultische Urgerät, nämlich die Doppelachs. Das Hoheitszeichen der frühen Menschheit war die Doppelachs in allen organisierten Gesellschaften. Ein Stiel, die Axt auf beiden Seiten. Das ist aber eine Doppelachs, die jetzt nicht mehr nur als ein Hoheitszeichen gesehen wird, sondern betrachtet werden kann im Hinblick auf das, was eigentlich eine Doppelachs dem Gedanken nach als Hoheitszeichen, als Autoritätszeichen des Herrschers oder des Priesters darstellen. Dann sehen Sie, wie unverwechselbar die Konturen anderer darüber und darunter liegender Flächen gestaltet werden. Und da kommen Sie sofort in die Notwendigkeit, das einzuholen, im Hinblick auf das, was Sie da als Unsichtbares sehen können. Das Unsichtbare wird als Unsichtbares gesehen. Das Undenkbare wird als Undenkbares gedacht. Das Ungestaltete wird als Ungestaltet zur Gestalt. Das ist der Punkt. Und dann kann man sagen, diese Art von künstlerischer Arbeit ist eine höherrangige als die, die eine Kuh, die Sie meinen, auf der Wiese vor Greifswald als Kuh auf der Wiese vor Greifswald darstellen. Aber das ist ja eigentlich ein Gedanke. Wie kann ich denn Gedanken anders darstellen als bloß, indem ich wie Fotoapparat die Kuh auf der Wiese vor Greifswald darstelle? Komme ich auf die Idee, wie Herr Mattare, den kennen Sie hier aus der Gegend, ja, der diese merkwürdigen Kuhformen entwickelt, wobei es aus der Kuh das gesamte Hoheitsgefüge aller frühen archaischen Kulturen darstellt. Also zum Beispiel aus Kreta die Hornform. Ja, Sie nicken so verständnisvoll. Ja, der Stier. Ja, der Stier beispielsweise. Das sind so Übergangsformen. Diese Generation von Rinke, also alle mit Duchamp aufgewachsen, sind darüber bereits hinaus und müssen sich jetzt der Notwendigkeit stellen, nicht mehr davon zu reden, ach, das ist unvorstellbar, das ist ja undenkbar, das ist ja groß, das können wir überhaupt nicht vorstellen, nicht ausdrücken, nicht denken, das geht gar nicht. Das ist das Jenseits, oh, das verweist auf etwas. Nein, das Unsagbare muss als Unsagbares gesagt werden, das Undarstellbare muss als Undarstellbar dargestellt werden und das Undenkbare muss als Undenkbares gedacht werden. Ich muss den Gedanken der Undenkbarkeit denken. So wie Leibniz sagt, ich denke jetzt konkret darstellen den Gedanken der Unendlichkeit, der Annäherung von lauter kleinen Dreiecken an eine Kurvatur des Kreises, ja, und sie tatsächlich mathematisch auch darstellen kann in der Infinitesimalrechnung. Nun können Sie ja sagen, wo ist dann die abgeleitete Formel dafür? Wie kann ich dann, wie bei Leibniz, generell von diesen Formen Gebrauch machen? Das wollen wir uns jetzt angucken, indem wir mal in den nächsten Raum spazieren. Wir kommen nachher hier wieder zurück. Ich sagte gerade den versammelten Damen und Herren, dass wir diesen Saal nicht angehen, weil es der Saal ist, in dem wie bei jedem großen Künstler das Abgleiten in die sehnsuchtsvolle Unmöglichkeit dargestellt wird. Ja? Da sehen Sie, das ist das, was wir Kitsch nennen, nämlich
Der Versuch, einen Gedanken nicht darzustellen, indem man ihn als den Undarstellbaren darstellt, sondern als Darstellbaren. Da sehen Sie, der hatte die Idee, dass das Herbstlaut herumrieselt, wie das Danae-Gold. Ja, Sie kennen die Danae-Darstellung, wie Zeus ihr die Goldflocken als Talerchen in den Schoß wirft. Das ist natürlich alles Blödsinn. Auch die Tropfenformen, so grauenvoller Blödsinn. Aber das gehört zu jedem Künstler. Das heißt, er muss selber erkennen, wo er seinem eigenen Prinzip nicht gewachsen ist. Und das ist hier der Fall. Also übergehen wir das als notwendige Voraussetzung für das Erkennen des wirklich Gelungenen und Großartigen. Das beginnt wieder hier. Also da haben Sie die Darstellung des Antlitzes von Christus, so wie sie etwa noch der Lieblingsfreund von Gabriele Münter, wie heißt er? Was? Nein, das war ihr Liebhaber. Und der Lieblingsfreund, der den Christus so darstellt. Aha, genau, Jawlensky. Das darstellt. Genau so. Und wie alle Expressionisten es machen, die Dornenkrone ins Gesicht verschattet durch den Balken, der Splitter im Auge des anderen, der Balken im eigenen Auge etc. Und auf dieser Seite das ägyptische Verfahren. Da sehen Sie, wie Rinke, angeregt durch den Besuch im Ägyptischen Museum, plötzlich den Schädel des dargestellten Pharaonen mit der Doppelkrone des Ober- und Unterägypten trägt. Ja, denn der Kopf wird verändert durch das Aufsetzen der Krone. Aber die Krone ist unmittelbarer Bestandteil der Darstellung des Pharaos selber. Der ganze Oberteil ist die Einheit von Ober- und Unterägypten in dem Aufsatz, den die Pharaonen tragen. Das wird jetzt zu einem einzigen Schema vereinert, die ganze, wie es richtig ist. Denn richtigerweise ist es ja eine Einheit. Das heißt, der Pharao ist ja gekennzeichnet als der Herr über Ober- und Unterägypten. Daher die Doppelkrone, die er trägt. Ja, die kennen Sie, diese Sackform, die nach oben sich ausstülpt. Die dann selber zum neuen Profil wird. Das sind ganz einfache Dinge, wie hier zum Beispiel, was Sie eben auf der anderen Seite sahen. Im Grau-Schwarz-Kontrast sehen Sie hier in der herkömmlichen europäischen Geschichte, nämlich als Glasmalerei in der Kathedrale. Das sind alles die Einfassungen der Bildfelder durch das Blei in den Kathedralfenstern. Und Sie haben hier die Darstellung dieses Verfahrens in der Kathedrale selbst, natürlich unter den Vorgaben, die in seiner Zeit für ihn interessant sind. Das ist nicht mehr das kleine Christuskind und der Schäfer, sondern als generale Mächtigkeit der Form selbst. Die Mächtigkeit ist hier jenseits der bloßen Darstellung eines gegebenen physischen Sachverhaltes die Form selbst. Sie ist die Welt selbst. Das heißt, wenn der Gedanke so massiv in der Welt arbeitet, dass er selbst bestimmend wird, vergisst man ja die materielle Basis, auf der das Ganze beruht. Die Ansichtigkeit des Formgedankens. Das sind einfach Formgedanken. Ausgehend natürlich von Porträts. Wie Sie sehen, das Grundschema des Porträtkopfes ist immer noch gewahrt. Aber es gibt eben zwischen der alten christlichen Tradition und der ägyptischen Tradition hier eine durch die Kathedralfenstergestaltung jedem geläufige Form, nämlich die Form selber zum Gegenstand der Darstellung zu machen. Nicht die Form drückt irgendwas aus, sondern die Form selber ist der Gegenstand der Darstellung. So wie das in Literatur heißt, Form ist der höchste Inhalt. Wenn der Literat arbeitet, wie Bertolt Brecht, dann ist die Form, an der er arbeitet, die statuarische Form, der Inhalt selbst. Und das ist hier der Fall. Da brauchen Sie keinen Christus mehr, keine Madonna mehr dahinter, sondern nur einen allgemeinen Hinweis darauf, dass es sich um Menschenköpfe handelt, die dann die Form selber ausstellen, aber nicht mehr als ein Porträt des Kopfes, sondern als Porträt der Form. Das sind Formporträts, die in sich natürlich eine Dynamik entwickeln, die wir aus der Natur kennen. Geschlossenheit und in sich differenziert, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Alles ist so zu fassen und hat in sich Differenzierung. Ja, gucken Sie Ihr Gesicht an, da sehen Sie es, wie das von uns gelernt wird. Oder Abstecken der Arme oder Spreizen der Beine. Nächstes. Also hier drehen sich jetzt alle Kenner der Lokaltradition Limbruck als Heros um und sehen, wie Limbruck selber, ohne im Ägyptischen Museum gewesen zu sein, wie das unser Rinke gemacht hat, der tatsächlich vor den ägyptischen Museumsexponaten gearbeitet hat und sie übernommen hat. Hier sehen Sie, wie Limbruck selber aus dem berühmten Expressionsmodell,
dass der Gedanke sich seine Form schafft. Ja? Sozusagen im Volkstum heißt es, wer eine ganz hohe Stirn hat, ist ein Denker. Kennen Sie alle. Ja, niedere Stirn, primitiv, nicht zu viel los. Das ist natürlich alles Quatsch, aber es ist der Ausdruck des Unvermögens, das Unausgedrückte auszudrücken. Hier sehen Sie, wie das jetzt in den Schädel selber überführt wird und dann natürlich gerechtfertigt ist. Da ist ja keine hohe Stirn mehr als Ausdruck der Intelligenz, sondern der ganze Schädel hat sich angepasst einer sphärischen oder kosmischen Formgestalt. Hier sehen Sie Schulteransatz, Hals und den Kopf. Das ist das Lehmbruck-Prinzip, das er hier auch wunderbarerweise aufgenommen hat. Auf welche Weise sich also der Gedanke in unserer Selbstgestaltung manifestiert. Man sagt, jemand hat die Lage, ist in der Lage, seinen eigenen Charakter oder seine eigene Gedankenwelt in sich zu repräsentieren. Er hat eine Aura beispielsweise. Und das müssen Sie dann durch Schminken oder sonst wie versuchen zu überhöhen. Das heißt, sich durch Schminken oder sonstige Manipulationen anzupassen an dieses Bild. Aber das ist natürlich nur äußerlich. Sie sehen, wie hier das vermieden wird, das nur als äußerliche Aufpappe und Behauptung darzustellen, sondern es tatsächlich in die Form übergehen zu lassen. Das ist jetzt die Schädelform des Pharao selbst. Das heißt, Sie brauchen überhaupt den Pharao auf keine andere Weise mehr darzustellen. Wenn Sie diese Schädelform wählen, haben Sie ihn. Für alle ägyptologischen Fälle. Hier sehen Sie die berühmte Grundform des weiblichen Beckens. Das ist natürlich dann auch gleichzeitig der Geburtskanal, durch den jeder rein und raus muss, beziehungsweise erst rein und dann raus. Das sind Formen. Sie sehen da oben die Schaufeln des Beckens in so einer Art von, wie kann man sagen, unüberbietbarer Grundform des Lebendigen selbst. Denn daraus besteht das Lebendige. So haben zum Beispiel die Archäologen, die Anthropologen, die die Frühzeit der Geschichte der Entwicklung der Säugetiere, dann schließlich der Primaten, dann schließlich der Menschen ausgraben, 100.000 Jahre alt, Luzi, denken Sie als bekannter Fall, die Bestimmung ausschließlich an Entwicklung dieser Form. Das heißt, der Schädel oder das Gebiss oder die Wangenknochen oder wenn man es findet, Wirbelknochen oder Beckenknochen, zeigen aus sich, aus der Geschichte der Evolution, wie sich das Prinzip des evolutionären Hervorbringens als schöpferisches Prinzip der Natur selber manifestiert, in der Veränderung dieser Form. Und da sehen Sie, der Pharao braucht nicht mehr das Hokuspokus der aufgesetzten Krone. Es ist eine Grundform der Einheit eines lebendigen Menschen im Hinblick auf seine Funktion, nämlich er ist ein Ausdruck für eine Denkposition, für einen Denkraum, für einen Herrschaftsraum, für einen Grundgedanken der Orientierung auf die Welt. Hier sehen Sie jetzt den männlichen Antagonisten oder beziehungsweise Protagonisten, relativ harmlos, Sie können es als phallische Form nehmen, Sie können es aber vor allem als Schädel und das ist die Mächtigkeit des Gorilla-Oberkörpers. Sie wissen, wenn der Gorilla zeigen will, wer er ist, dann steckt er die Brust und schlägt darauf. Das können Sie hier als Grundschema sehen und hier sehen Sie seine drei Frauen. Hierin können Sie unbedingt das Prinzip der Schwangerschaftsfrau erkennen. Ja, das wird ja auch in der Kulturschicht so dargestellt. Ja, können Sie Madonna von Wilmsdorf, wie heißt sie? Wilmsdorf, wie heißt sie denn? Was? Willendorf, ja, also die Madame von Willendorf. Hier können Sie die typische Wienerin erkennen. Das ist die Hintergrund, das ist der Halsansatz, das ist die Behütung, die Wiener Kokotte oder was auch immer. Und hier sehen Sie eine Intellektuelle in ihrer Funktion als Frau dieses Mannes. Also er mit seinen drei Frauen. Das müssen Sie immer sehen, wie setzt sich denn das eigentlich in der Form fest? Was ist die Widerständigkeit, die Nicht-Anpassungsfähigkeit etc.? Es ist einerseits natürlich immer die Fassung einer Rundform, gucken Sie sich, wir sehen gleich welche, gucken Sie sich das an. Zweitens die Frontalebene der Ausdrucksform des Physiognomischen. Er hat Bilder gemacht, wo er nur das Nasenporträt als entscheidend herausbildet. Es geht natürlich darum, machen Sie es mal zu Hause, sich wechselseitig nur zu betrachten, im angezogenen oder nackten Zustand, wie Sie selber zusammengesetzt sind für den anderen, wenn Sie die Augen ganz zukneifen, das machen die Maler so, ja, und nur noch die Formdynamiken selber in sich erkennen. Also er und seine drei Frauen, eben die Kokotte bzw. das Wiener Mädchen bzw. die große von Klimt und anderen dargestellte
Repräsentanten des High Society Wien, dann die gebärende Jungfrau von Wilmdorf und Mutter von Wilmdorf oder freundliche Gestalt und dann hier die Intellektuelle, die tatsächlich immer noch Teile des genuin weiblichen Körpers, das sind diese Rundungen, darstellt, andererseits aber die Frontalität, das heißt die Konfrontation mit dem Gegenüber sucht. Jetzt werden Sie gleich sehen, wie er das im Einzelnen entwickelt. Also am einfachsten ist es für Sie zu erkennen, wenn es hier darum geht, eine Frau darzustellen, das ist der Halsausschnitt, ein Kleid, hier der Kragen, sodass Sie eine Art von Gewichtung des Formdynamischen an einer Person erkennen. Kommen Sie hier, hier ist alles frei. Und nicht an die Wände gehen Sie da, auch sind etwas in Gefahr. Dasselbe gilt natürlich hier, gucken Sie erst an, die Variante zwischen diesen beiden Aufarbeitungen desselben Motivs und da eines Dritten. Allerdings ist hier nicht mehr von frontal gesehen, sondern aus der Seitenansicht ist nur noch die Halskette sichtbar. Aber wie entwickelt sich hier die Formdynamik? Wir sind nichts anderes als Zusammengesetzten aus solchen Grundformen. Das geht von der ersten Zellteilung, wo ein solcher Klumpen sich in der Mitte abschnürt, dann nochmal wieder umgeschnürt wird und plötzlich sich in unendlicher Geschwindigkeit in ein organisches Substrat verwandelt. Und dann haben Sie lauter kleine Einheiten. Plötzlich verschmelzen einige zu irgendeiner unbestimmten Form. Da muss Ihnen jemand sagen, daraus wird später die Niere. Plötzlich fangen 5 Verklebungen, darin ungefähr 22.000 Zellen, an zu pulsieren. Das wird das Herz. Aber Sie sehen gar nichts. Sie sehen außer der Verklumpung von ein paar Zellhaufen überhaupt nichts. Aber genau das ist es, was da handelt. Das sehen Sie hier ganz genauso. Das ist nichts als diese Grundformen, in denen wir gewohnt sind, dann ein Porträt zusammenzusetzen. Also für uns erscheint diese Physiognomie als Geschlossenheit der Darstellung eines Menschen, wenn wir ihm frontal gegenübertreten. Aber wenn wir es als Formgeschiebe nehmen, als Ausdruck der Form selber, verändert sich das. Und das finde ich geradezu ein Großklassiker. Ich kenne kaum ein Porträt einer Frau, das intelligenter gemacht worden wäre als das hier. Es ist absolut erstrangig, ganz grandios. Hier sehen Sie jetzt, wie das überladen wird. Durch die metaphysische Begrifflichkeit Rückkehr in den Ursprung. Das heißt natürlich zwei Frauengestalten mit dem aufgeplusterten Rock, das ist, ja, haben Sie mal zu Hause gemacht. Sie nehmen ein Kleidungsstück, pusten rein, plötzlich entwickelt sich aus dem Kleidungsstück, das normal so fällt, eine ganz andere Gestalt. Ja, Sie müssen nur mal das schütteln oder reinpusten oder wie nennt man das so beim Kissen, wenn man es so aufmischt. Ja, gibt es aus einem banalen Kissen eine Unzahl von Formen gestalten. Das ist bei ihm immer das Rockmotiv. Die beiden sind orientiert auf etwas wie das Motiv der Zentralkuppel, des Zentralbaus. Denken Sie nur ans Pantheon, als Pantheon in Rom. Ja? Das ist ein Zentralbau, dessen Öffnung oben den Blick in den Himmel zulässt und eine Saugkraft entwickelt, weil es eben fokussiert, den Blick fokussiert auf die Öffnung in der Mitte. Das sind so architektonische Kniffs, wie man Begriffe einführt, hier etwa in der Allheitsdarstellung. Das Runde im Bau ist natürlich der naheliegste. Pan heißt auf Griechisch, Pantheon, also allen Göttern gewidmet, ist natürlich das, was am ehesten die Einheit aller Götter als Gedanken zusammenführt. Dann ist die Architektur natürlich auf diesen Raum Zentralbau ausgerichtet. Und wenn ich dann noch nach oben öffne, ist die vertikale Blickachse die natürliche Orientierung, wie hier, auf das, woher wir kommen, also meinetwegen der Himmel oder Molluskenformen aus der Evolution oder was auch immer. Hier ist es natürlich, unten müssen Sie mal gucken, wenn Sie auch nicht drin sitzen sehen, ist es ein Selbstporträt, das ist ein typisches rinkisches Selbstporträt und es wird jetzt das, was sein Gehirn bestimmt, als Formgedanken, wie Sie sehen, primär die Brüste, Brustform. Das ist eine unüberbietbare, für die gesamte Menschheitsgeschichte unüberbietbar, die Beckenringe, die Knochen, die Schaufel des Schambeins etc., Verknotung, Spannung, Teilung der Zellen, immer wieder ist diese Paketform durchschnürt vorhanden. Und das macht es so, dass es ein Ausfluss des Gedankens ist. Das ist natürlich primitiv. Da ist eben nicht viel gelungen. Ja, ich meine, das ist doch wirklich primitiv, wenn es heißt, hier, gucken Sie mal,
Also, ich denke den Gedanken, dass ich, so wie ich hier denken kann, aus dieser Öffnung der daliegenden Frau, der Gebärenden, entsteht, inklusive aller daraus sich ergeben. Sehen Sie hier? Ja, das ist natürlich primitiv. Das heißt, auch da ist er wieder am Rand des Kitsches. Aber wie gesagt, Kitsch ist unvermeidlich, weil es eben die Grenze der Vergegenständlichung von Undenkbaren als undenkbar, undarstellbar, als undarstellbar darstellt. Hier sehen Sie die Grenzen wunderbar markiert. Da ist es gelungen. Das beherrscht er wirklich fantastisch. Das ist bestimmt, das ist klar, ist eindeutig, so muss ein gelungenes Werk aussehen. Da hingegen wird es wieder ganz prekär, wenn nämlich der Gedanke der Vernetzung durch ein Vernetzungswerk, also wie so ein Spinnengewebe, so wie heute jeder Dummkopf die internationale, die Überziehung des Globus mit den internationalen Kommunikationswegen sieht. Ja, sehen Sie überall diese Striche von Europa nach Amerika, Fluglinien und Telekommunikation und Verkehrsströme der Telefonanlagen. Das ist natürlich nicht gekonnt. Da sieht oben noch der Globus aus und dann das Netz. Aber das ist immer wichtig, das zu sehen, weil man nur in der qualitativen Unterscheidung zwischen dieser nicht gelungenen Verkitschung und dieser gelungenen Formsprache überhaupt sehen kann, was Qualität ist. Also wenn man das alles vermeiden würde, würde es einem hier schwerfallen zu sehen, wo der Mann wirklich Qualität hat. Ja, das sind Primitivformen, die Ihnen persönlich auch noch einfallen würden. Oder Sie zeigen sich und dann sagen Sie, oh, mein Gedankengewirr, die Sprechblase ist das bekannt zum Beispiel. Jetzt denkt er, und der denkt gerade, oh, aus diesem Loch bin ich gekommen, das ist Scham bei meiner Mutter. Und all die schönen Brüste, die ich mal angefasst habe, gucken Sie mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Na, also, bitte. Das ist ja relativ gut gehängt. Hier wird die Sache ganz toll. In diesem Bild, Sie kennen alle die Mode der 50er Jahre, da stand das Kleid hier seitlich hoch. Können Sie sich noch vorstellen? So, wie nannte man das? Tonnenkleid, ja? Stand hier oben hoch und man saß wie in der Tonne. Das geht darauf zurück, dass Rinke selber eine wunderbare Darstellung des Verhältnisses von Lehrer und Schüler getroffen hat. In einer seiner frühen Demonstrationen, ich glaube, das war so zur Wiedereröffnung einer Klasse, ich glaube 72 oder sowas, da hat er in den Raum eine wassergefüllte Tonne gestellt. Wir kommen gleich noch dazu, was für ihn Wasser und all das bedeutet. Und ist dann selber in diese wassergefüllte Tonne reingesprungen. Das von ihm verdrängte Wasser schwappte über und seine Studenten mussten es aufwischen. Das ist doch die brillanteste Art der Bestimmung von Lehrer-Schüler-Verhältnissen. Ja? Besser geht es doch gar nicht. Und hier ist es natürlich fantastisch. Dieses Dior-Kleid stehend hier oben. Können Sie sich erinnern? Das ist ganz dominant. Das ist eine Kulturform. Das hat es vorher nie gegeben. Dass man wirklich wie in einer Rolle steht, so wie er das im Fass gemacht hat. Er hat das als Fass, so ein großes Fass, springt er da rein und dann ragt daraus auf diese markanten Punkte, die sehe ich heute noch vor mir, etwas von einem solchen generalisierten Aura-Konstrukt. Also dieser Frau möchte ich gern begegnen. Das ist auratisch, das hat Hoheitlichkeitscharakter, das ist... So müsste eigentlich der König Bumipol, Nachfolger, der gestern gekrönt wurde, sich darstellen. Aber der muss ja immer eine Pagode auf dem Kopf haben, sonst weiß er nicht, was er tut. Ne? Der kann sich in Gedanken nicht orientieren, also braucht er eine Pagode. Obwohl die ursprünglich ja auch ein Weg nach oben war, wie das Zikkurat, wie die Treppenstufe, wie, die, ja, wie der Turmbau von Babel. Ja? Immer aufwärts, aufwärts. Aber gut, nächsten Traum. Grundform Nummer 1. Hier sehen Sie für jeden nachvollziehbar, dass die Profillinie des Hutes von Josef Beuys, ja, jeder kennt das heute, das heißt, es hat sich so als Form verselbstständigt, wie früher die Schamanenhüte. Wenn Sie mal nachschlagen morgen im Internet, Schamanenhut, dann sehen Sie, dass das genau die Form des Schamanenhutes darstellt. Genau das sollte aber gesagt werden, Beuys als Schamane. Das heißt, das Porträt, das er entwickelt, oben abgedeckt durch den Hut, die untere Partie frei, aus der er spricht, dann haben Sie eine dieser kosmischen Universalformen, in der überhaupt etwas wie Aura ausgedrückt werden kann. Hier haben Sie wieder die Perücke des ägyptischen dargestellten Porträts eines Schreibers. Die Schreiber haben alle ganz schwarze Tolle hier rumgelegt. Das sieht genau so aus. Hier drin ist das Porträt. Aber das ist die Form, die das hohe Zeichen des Schreibers darstellt. Diese Haartracht. Das ist natürlich die Entstehungsgeschichte, die Sie ja selber denken können.
ziemlich eindeutig, hier haben Sie wieder den ägyptischen Kopf, der Anverwandlung von Funktion und Aura in den Schädel selbst. Also das ist sozusagen vorgezogen Anthropologie oder anthropologische Morphologie. Das heißt, wie entwickelte die Funktion des menschlichen Überlebens die Entstehung seiner Formen. So wie Sie heute als Sportler nur einen bestimmten Körper haben können, wenn Sie langlaufen, wenn Sie hochspringen, wenn Sie Kraftsport machen. Der Kraftsport verändert den Körper. Das heißt, die Funktion des gedanklichen Operierens verändert den Körper selbst. Das in der Evolution überall passiert. Alle die Einpassungsformen, die gleichzeitige Entstehung der verschiedensten Lebensformen, denken Sie nur Blüte und Bienen, die bestäuben. Wie ist das je gelenkt worden? Wie konnte das überhaupt sein, dass das in der Naturevolution so passierte, dass zur gleichen Zeit so unterschiedliche Lebensformen, die aber aufeinander angewiesen sind, entstehen können. Die Künstler zeigen einem das, wie das geht. Das ist natürlich, wie wir sehen, der weibliche Akt. Und hier Oberschenkel, Hintern, Brust, wie immer als Form, die Sie ja auch eben an der großen Frauendarstellung gesehen haben. Das sind die verschiedensten Darstellungen, hier ganz wunderbar, die Darstellung der Hinterbliebenen. Das ist reiner Duchamp. Gucken Sie sich Duchamp großes Glas heute an. Das sind die männlichen Formen, ja? Schauen Sie mal hin, männlichen Formen. Das heißt nicht mehr menschlich, nicht mehr menschlich, nicht mehr männlich, sondern männlich. Also das, was wir sozusagen als treibende Kraft des dritten oder vierten Geschlechts ansehen. Hier geht es ja um die vierte Kraft, Vater, Sohn, Heiliger Geist und drei. Und das vierte wäre dann die selbsttreibende Energie, also die kosmische Energie oder das Vorhandensein des Raum-Zeit-Gefüges überhaupt. Aber im Wesentlichen ist die Energie nicht die vierte Kraft. Da hat Einstein sich ja selbst widerrufen. Man hat ihm gesagt, das ist die Information. Na gut, lassen wir es so. Wenn es die Information ist, dann die sich aus diesem trinitären Schema ergibt. Was heißt das als Form? Das heißt, die Form der Einheit der drei ist dann das, was die Künstler herstellen. Die Ausdrückbarkeit des Ausdruckslosen und des Darstellbarkeits des Darstellbaren ist die vierte Form, das ist die vierte Gewalt. Die vierte Kraft ist also die Darstellung dieses trinitären Schemas. Eins, das andere und die Beziehung. Eins und eins und das und ist die Relation, also sind eins und eins immer drei. Die drei ist die Gestalt der Trinität, wird aber nur aus zwei Entitäten und einer Relation und gebildet. Wenn man das zur Form ist, die vierte Kraft ist also dann die entstandene Einheit aus der Darstellung des trinitären Schemas. Du, ich, wir. Ja? Wir ist dann die Relation. Verwandtschaft oder Gruppenzugehörigkeit oder was auch immer. Das ist immer dasselbe. Hier sehen Sie ja ganz klar Frauenakt von vorne gesehen, Schoßform, Oberschenkel, ein Bein abgespreit, Brustansatz etc. So können Sie das Fall für Fall durchgehen, aber da ist es am präzisesten gemacht. Nämlich wiederum im Hinblick auf die Entwurfsformen, die sich aus der Glasmalerei ergeben. Das heißt, die höchste Form der Konzentration der gotischen Malerei heißt, du musst den Ausdruck für das, was du darstellst, so bringen, dass die einzelne Form dynamisch zu den anderen steht. Du kannst nicht sagen, dass die Einheit der Christusgestalt, sondern das Einzelne, was diese Figur darstellt, muss zu sich, in sich auf diese Weise eingepasst werden. Und da können Sie sehen, von der Primärform durchgehend. Was gibt es systematisch immer wieder? Beckenknochen, immer die Schalenform der Lebewesen im Meer. Wie heißt das? Shell. Wie heißt das Shell denn? Ja, nee, Muschel. Der Muschel, der Shell, ja. Die berühmte Geschichte von Manche mögen's heiß, ja, wo der Tony Curtis verlegen, sich ausweisen zu müssen, im Strandkorb vor der ihn verfolgenden Marilyn Monroe vor die Füßen eine Muschel sieht, sie umdreht und sagt, ah, Dynastie, ja, braucht nichts zu sagen. Und sie sagt, ah, Shell-Familie, ach, sowas Mächtiges. Ja. Das ist hier ganz genau, sie brauchen nichts zu sagen. Sie müssen nur die Form erkennen, zuordnenbar können und dann haben sie das gesamte Spektrum, das ist eine Kosmologie. Das ist die Grundform alles dessen, was sich überhaupt im Gedanken der Undarstellbarkeit, der Darstellung der Undarstellbarkeit, des Denkens des Undenkbaren, des Gestaltens des Ungestaltbaren, vorgenommen werden kann. Natürlich versucht man immer wieder darin zu sehen, hier immer noch die schamanische Porträt, das sind die Halskrausen, das gibt es auf allen Schemen, wenn Sie das als Velasquez sehen würden, haben Sie es sofort erschlossen. Und natürlich gibt es immer noch die Vorstellungen, die dahinter wachgerufen werden.
Aber das Entscheidende ist eben nicht die Vorstellung, sondern die denkerische Begriffsarbeit, und die nennt man Abstraktion. Mit anderen Worten, abstrakt heißt nicht etwas, was man nicht mehr als Form erkennt, sondern es ist eben eine abstrakte Form. Und das ist eine eigenständige Form. Das sind alles abstrakte Formen. Abstraktion, so wie im Begriff. Ich sehe viele Menschen und bilde den Begriff Menschheit. Dann ist Menschheit ein, ja, ich sehe viele rote Westen und Kleidungsstücke hier und bilde den Begriff der Röte. Und im christlichen Universalienstreit des Mittelalters, und das vollzieht er hier nach, ging es darum zu fragen, ob es neben den vielen roten Dingen, rote Pullover, rote Kleider, rote Schüssel, rote Schuhe, auch die Röte gibt als Abstraktionsleistung von Rot als Eigenschaft. Wenn ich die Eigenschaft Rot sein substantiviere in Röte, ist dann das Rote auf die gleiche Weise gegeben wie die Röte. Das heißt, gibt es genauso, wie wir sehen können, das sind rote Dinge als Eigenschaft eines Objekts, die Röte selbst. Und ist die Antwort jawohl, Universalia, das heißt die abstrakten Substantivierung von Eigenschaften, Darstellung einer bestimmten Eigenschaft zu sein, wie eine Form eines Geräts etc., einer Harke oder eines Beckenknochens und so weiter, die gibt es dann Universalia sunt realia. Auch die allgemeinen abstrakten Begriffe wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Röte, Schwärze, Dunkelheit etc. sind genauso real wie die schwarzen Dinge, die roten Dinge, die blauen Dinge, wie das Verhalten der Menschen, die sich so verhalten, dass wir sagen, sie sind freundschaftlich verbunden. Die Freundschaft selbst ist dann nicht das, was ich aus der bloßen Eigenschaft des Verhaltens von Menschen sehe. Das ist eine eigenständige Ebene, eben die der metaphysischen Operation. Das, was in der Welt entscheidend ist, ist die abstrakte Form, der Gedanke, der Begriff etc. So wie das in der Evolution auch geschieht. Die Form des Beckenknochens, die Form des Schädelknochens, die Form des Kieferhausbildung etc. Und daran identifizieren heute die Anthropologen, also die Menschen, die die Frühgeschichte der Entwicklung der Säugetiere, dann der Primaten und der Menschen durch Ausgrabung von Knochensplittern untersuchen, so identifizieren sie ganze genealogische Ketten. Und das sind so genealogische Ketten aus der Abstraktionsleistung, das heißt aus der Behauptung, Formen sind selber in sich gegebene Einheiten. Also es ist nicht nur die Eigenschaft eines Knochens so auszusehen, sondern diese Form ist selbst wie ein Knochen gegeben. Das heißt, die Form des Beckens als, ja, die haben wir gesehen jetzt mehrfach, ist in sich bestimmend und nicht mehr nur als die Form eines Beckens. Also von der Form des Beckens, Geburtskanal etc., der Nase bei Ihnen ganz auffällig immer, abstrahiert er auf eine Form, die dann jenseits der Eigenschaft, den Beckenknochen zu bestimmen, existiert. Das heißt, wenn also der Gedanke selber reine Form wird, wenn es nicht mehr etwas ist, was nur Eigenschaft von Dingen ist, sondern wenn das selber als Form wahrgenommen werden kann. Hier sehen Sie einen Großversuch, so etwas zu übersetzen in den großen Portalen, also hier, das sind ja Spannungsverhältnisse, wie Sie sehen, das sind ja keine archaischen, statuarischen Dinge, das sind ja organische Spannungsverhältnisse von Sehnen, Muskeln, von Beckengründen. Hier haben Sie immer wieder die Grundform des Beckens, des Schädels, der Brust etc. und die verschiedensten Dynamiken der Bänder und Sehnen, die miteinander kooperieren. Und das ist genauso, als wenn Sie ein medizinisches Illustrationsbuch sehen von Mitte des 15. Jahrhunderts. Vesalius war der Erste, der sowas dargestellt hat. Dann finden Sie solche Darstellungen bei Vesalius im Darstellung der menschlichen Anatomie. Aber da ist es nur Eigenschaft eines realgebenden Körpers. Hier ist die Form selbst, der Begriff selbst die Darstellung und nicht mehr die Eigenschaft eines bloßen Körpers. Und das machen die Maler natürlich so. Ich sehe da einen Blumenball, mache ich aber so, dann sehe ich nur ein Schattengefüge. Damit arbeiten sie ja. Ich sehe so blaue Farben, rote Farben von Blumen. Wenn ich das aber so mache, dann habe ich blaue Röte als Form in Relation zueinander, ohne dass es bloße Eigenschaften von Blumen sind. So, jetzt haben wir alles verstanden und jetzt gehen wir zum Mittagessen nach Hause. Vielen Dank. Also wenn Sie jetzt wieder hier zurückkehren und sich das angucken als Hinweis auf Kathedrale, auf Sakralität, auf heiligmäßige Orientierung, auf Letztbegründung etc., dann können Sie sagen,
Die Kunstreligion begründet Verbindlichkeit aus der Universalität der abstrakten Begriffe. Das heißt, das universale Geltungsschema, Wahrheit, Gleichheit, Freiheit etc. ist die Manifestation der Form selbst. Hier haben Sie typische Verweise auf so ein Schema, ob Sie das nun mittelamerikanisch bei den Inkas als Darstellung der Sonne oder als Muskelfaserdarstellung, wie das hier bei ihm abgeleitet ist, aus der versalischen Darstellung der Muskelfaser, die sind nämlich so dargestellt, ist eigentlich ganz gleichgültig. Hier unten sehen Sie das balancierte Weltverhältnis, das können Sie ebenso gut für Übungsmanifestationen im Bodybuilding-Shop ansehen, wie eben auch als reines Formgeschiebe. Und die Frage ist, ob dann jetzt mit dem Andeutung der Pfeile die Bildebene verlassen ist. Passt die Pfeilebene, also symbolische Repräsentation, aufgrund von Anagogie, denn jeder weiß, wenn ein Pfeil so fliegt, dann ist das gemein. Passt die eigentlich in das Bild? Nein, das ist wieder der Einspiel, des, wie kann man sagen, der Einbruch des Kitsches in die hohe Anspruchsvolligkeit. Die Pfeile müssen raus. Aber Sie können ja nicht rausnehmen. Sie können also ein permanentes Ärgernis der Kritik entwickeln, indem Sie sagen, warum hat dieser Kerl, dieser Blödsinn, die Pfeile da reingemalt, ja, die ja gar nicht hingehören. Denn das ist eine ganz andere Ebene. Wenn Sie oben die kosmischen Körper, die Sonnen oder Monde sehen, dann ist das nicht eine Aufforderung, also guck nach oben. Also aus dieser Ebene jetzt aufrichten nach oben, sondern das ergibt sich aus der Formgestalt selber. Also die großen Künstler sind immer diejenigen, die in jedes vollendete Bild etwas reinmalen, was sie stutzig macht. Ja? Denn wenn sie das nicht sehen, haben sie es ja gar nicht verstanden. Wenn sie nicht merken, wie völlig fremd diese Pfeile in dem Bild sind, haben sie es ja gar nicht gesehen. Also zum Beispiel ein ganz berühmter Mensch der Gegenwartskunst, wie heißt er denn, klassizistischer Maler, Förg. Förg hat kein einziges seiner vollendeten Bilder ohne einen Fehler gemacht. Das machen alle großen Meister. Sie bauen in das Bild einen Moment ein, dass der Kenner erkennen muss, und dann weiß er, ich bin bei Verstand. Ja? Denn wenn ich das nur behuldige, habe ich ja gar nichts geleistet. Ich kann es auch nur anerkennen, indem ich es radikal kritisiere, wenn das die Basis ist. Und ich kann es ja nur glauben, wenn ich es radikal bezweifle. Also ist das der Hinweis, jetzt fang an mit der Bezweiflung dieses behaupteten Formschemas als Vollendung, als Größe, als unübertroffen. Aber hier kann man schon glauben, dass diese vier eignen sich ganz, und das da auch, die eignen sich ganz und gar für die Darstellung in einem Sakralraum, in dem jetzt nicht mehr die offenbarten Götter dargestellt werden, sondern die geschaffenen Formen. So weit geschaffen, dass die wie die Götter erscheinen in dem, was wir selber schaffen. Hier typischerweise die Tropfenform als Träne oder als Regentropfen oder wie auch immer. Das ist unüberbettbar, das kann nicht erfunden werden. Das sehen Sie aus der Wahrnehmung der Schwerkraft, wirkt auf einen Körper und die Schwerkraft erzeugt diese Form, nicht der Künstler. Also eine objektive Kraft und das ist generell hier gemeint. Wenn Sie da zum Beispiel das zweite Bild sehen, das ist ja abgeleitet aus dem Schal, den eine Frau so um sich wickelt. Ja, da haben Sie das nächste. Diese Schalform taucht ja immer wieder auf, also hier so rübergelegt, wie bei den Frauen. Ja? Dann ist das natürlich jetzt abstrahiert. Die Schalform ist nicht mehr als Darstellung eines Schals gesehen, sondern wie der Schal gelegt wird, ergibt sich als neue Form, die ich ohne den Hinweis auf die Art, wie ein Schal fällt, gar nicht entdeckt haben könnte. Ich brauche also die materielle physische Welt, um den Gedanken zu entwickeln. Nur innerhalb der gegebenen Welt lässt sich das Denken überhaupt sinnvoll praktizieren. Und da sehen Sie ein ganz banaler Vorgang, eine Frau hat einen Schal um und plötzlich wird daraus eine kosmische Grundform. Ja? Also solche Wickel, der Knoten ist eine andere, solche kosmische Grundform, die Sie alle kennen. Ja? Kinder, die zum ersten Mal Schnürsenkel bilden, vollziehen das mit großer Anstrengung nach. Okay, also beim Weinen daran denken, sind nicht Sie, sondern die Schwerkraft weint in Ihnen. Hier sehen Sie mal die schöne Zellteilung. Also etwas Schöneres als das Geschehen der Evolution selber in den verschiedensten Darstellungen. Sie können das jetzt auch direkt übertragen auf die ektonormale, endonormale und dorsale Keimblattbildung. Denn oben sind die Keimblattbildungen abgebildet. Hier ist die Zellteilung selber. Ja, das ist die Grundform der Zellteilung. Das Schema. So getrennt und so getrennt. Das sind Kräfte, die die Evolution bestimmen. Oder hier einfach das Positiv-Negativ-Verfahren, ebenfalls eine
solche, es ist nicht dualistisch, sondern es bedingt sich miteinander, es ist nicht einander entgegengesetzt, sondern dasselbe zur Erkenntlichkeit gebracht. Schwarz können Sie nur im Hinblick auf Weiß erkennen, aber es ist nicht der Gegensatz, sondern es ist die in der Form selber liegende Bedingtheit. Und wenn Sie das hier sehen, mit den Steinen davor, dann haben Sie das römische Motiv, dass der Demosthenes die Steine in den Mund nehmen muss, die Kieselsteine, um sprechen zu lernen. Ja? Das heißt, er beherrscht den Ausdruck erst dann, wenn er gegen die natürlichen Hemmnisse Ziegelsteine im Mund sich verständlich machen kann. Und die liegen hier vor den Mündern. Sehen Sie? Sam, da. Sam Francis, amerikanischer Maler. Sam Francis, auf den ist das hingemünzt. Das ist doch ein wunderbares Porträt. Aber nicht als zwei, sondern als Trinität. Das heißt, die Einheit der zwei. Das ist die Dreiheit. Okay. Schönen Mittagsgenuss. Danke gleichfalls.